So, seid willkommen zu Quake. Auch das geht weiter. Und ab jetzt sogar mit Musik. Ist das nicht schön? Ich fange auch hier wie bei Descent neu an. Also ich habe ja eh nur ein Level geschafft gehabt. Und aus dem einfachen Grund, auch hier, ich werde einen Schwierigkeitsgrad höher nehmen. Nicht nur einen, gleich zwei. Ich habe beim ersten Mal meines Wissens leicht genommen, weil ich nichts mit diesen Räumen hier anzufangen wusste. Jetzt weiß ich, das hier gilt für leicht, das für mittel, das für schwer und irgendwo, keine Ahnung wo, vielleicht hier drin, gibt es noch super schwer, aber das will ich nicht machen. Ich will versuchen, dieses Schwere hier zu schaffen. This hall selects hard skill. Ja, wenn man lesen kann, dann hätte man es auch vorher gewusst, aber das ist halt so eine Sache. So, das musst du. Es gibt vier Episoden irgendwie, 1, 2, 3, 4. Und jedes Mal so 8 Level oder 7. Also ist das recht durchschaubar, die Struktur, wann es zu Ende sein wird und wie lange es braucht. This is the first episode, der Menschen of the Doomed. The mystical past comes alive. Und wer Englisch kann, der schreibt mir in den Kommentar, was das heißt. So. Kundenlot Skin, cool. Egal, ich will kein Skin, ich sehe schön genug aus. Schreck mich doch, du Spacko. What the fuck? Ich erlebe immer noch. Was? Ich will wieder leicht, ich geh zurück, ne. Scheiße. Hier gab's so irgendwo. Gab's hier nicht? Ist ja irgendein Piepen. Ich habe wieder alles vergessen und ich weiß nicht, was oben rechts die Zeit da bedeuten soll. Ach, das ist die Uhrzeit, jetzt kann es sein, ja. egal. Hier gab es doch Shoot the Secret Door. Ah, alles Englisch, Mann. So. You found the secret. Jetzt war das so schnell wieder weg. Egal. Ich habe irgendwas Geheimes gefunden. Also bin ich gleich im Arsch, gleich im Arsch. Steuerung ist eigentlich so schwer, aber irgendwie eine Taste anders als bei Descent, deswegen etwas verwirrend. So. Jetzt machen wir erstmal das hier. Oh, diese freudenbringende Musik. Oh yeah. Oh, eine Zauberrüstung. Nein, das ist kein Zelda. Eine blaue Rüstung jedenfalls. So. Dann kann ich mich eigentlich ducken. Ich glaube, das geht hier noch nicht. Und ich glaube, das brauche ich schon nicht. So. Unten stehen irgendwelche Zahlen. Ich weiß noch nicht, was die bedeuten. Werde ich wohl noch rausfinden. Ich habe keine Ahnung, wie viel Leben ich habe und so. Aber im Moment zumindest sollte das noch kein Problem darstellen, zu überleben. Und der hält echt eine Menge aus. Immerhin diese Wölfe, diese Hunde, diese Rottweiler, die da. Oh, ist das gefährlich. Ich hab Hunger. Immerhin sind die mit einem Schuss tot. So. Nein! Egal, hier ist bestimmt ein Secret. Ha. Voll Absicht gewesen. Ah, überhaupt nicht. Warum sind doch überall Gegner? So, was ist das? This door opens as well. Irgendwie wahrscheinlich. Vielleicht mit einem. Nein. Ist das ein Schalter? Nein, bleib da oben. Okay, irgendwie fehlt mir wohl noch ein Schalter. Aber ich kann darauf auch verzichten. Ich will gar kein Secret, ich will einfach nur durchkommen. Jetzt bin ich wieder hier, okay. Ah, da hätte ich direkt hingehen können. Sind auch irgendwie so witzige Abkürzungen und alternative Wege, die kein Mensch braucht. Aber die das Ganze dann doch ein wenig interessanter machen. So, ich guck wieder ein bisschen hier rum. Auch wenn ich meine, hier war nichts. Das erste Video ist schon ganz weit her, aber ein bisschen weiß ich halt noch. Hilfe. Oh, der hat zwei Schüsse ausgehalten. Oh nein, nicht wieder zurück, oder? So viel zum alternativen Weg, ist aber nur die Strafe, wenn man da reinfällt. Das Gute an der Geschichte ist, dass ich hier nicht reinkomme, dass die Gegner tot bleiben, wenn man sie einmal erschossen hat. Sonst wäre es halt noch schöner. Man kriegt ja nicht irgendwie unendlich Heilung. Jetzt weiß ich, was das bedeutet. Ah, die warten auf mich. What the fuck? Wo kommen wir hin? Sterbt ihr mal bitte irgendwann? Hoffentlich habe ich genug Munition. Jetzt
weiß ich nicht, was das unten links die Anzeige bedeutet. Das ist mein Schild sozusagen über Descent. Also meine Kraft, meine Ausdauer, meine Fähigkeit der, des Lebens, sagen wir es mal so. Mir fällt das richtige Wort nicht ein. 87 von 100. In der Mitte 100, keine Ahnung, was das bedeutet. Irgendwie ist meine Rüstung nicht beschädigt, wer weiß. 72 Munition habe ich noch. Okay, so viel. Bis auf das mittlere weiß ich jetzt, was die Sachen bedeuten. Und wechseln kann ich auf Axt. Da oben mit den Zahlen. Aber sonst habe ich nichts. Noch nicht. Boah, dieses Geräusch, wenn ein Gegner sich nahe, das mag ich nicht. Ihhh. Halt jetzt Maul. So, hier komme ich nicht hoch. Das, ich kann mich doch irgendwie festhalten, oder? Mit Steuerung kann man auch schießen, gut zu wissen. Hä? Was? Geil! Das war nicht mal geplant. Wow. Gibt's hier nochmal irgendwie so einen Geheimgang? Wow. Das muss man auch erstmal wissen. Das wusste ich nicht. Das war jetzt echt ein Glückstreffer. Was ist das? You found the secret area. Was habe ich jetzt für eine Waffe? Was ist denn da los? Komm ich hier auch irgendwie wieder weg? Das ist hier, genau. Irgendwie sieht die Waffe jetzt komisch aus. Vielleicht ist sie unschlagbar jetzt. Ich glaube eher, sie verliert keine Munition. Kann es sein? Doch, sie verliert Munition. Aber die Gegner zerfetzen ja. Was ist denn da los? Was ist das für eine Überwaffe? Wahnsinn. wo gibt es die zu kaufen? Oh ne, die ist wieder normal. Scheiße. Boah, da liegen die Fetzen rum. Jetzt wundere ich mich nicht mehr, dass dieses Spiel initiiert wurde. Inzwischen aber, glaube ich, wieder Offroad-Initiierung. Weil einfach zu alt und ungefährlich inzwischen. Im Vergleich zu neueren Spielen. So, die muss ich, glaube ich, alle drücken, damit unten die Tür aufgeht. Das wusste ich beim ersten Video auch noch nicht so ganz hilfe. Der hält zwei Schüsse aus. Das sind jetzt so viele, ey. Hier Feiglinge kämpfen Mann gegen Mann. Aber sehr klug sind sie auch nicht, die suchen nicht groß Deckung. Nur hinter ihren eigenen Kameraden. Und das ist ein bisschen kameradenschweinisch. Oh, oh. Wie viel Glück kann man haben? Einfach mal. Oh! Was gefunden. Ohne die Absicht gehabt zu haben. Ha. Da geht das Level noch. Was bringt mir dieses Grün? Oh! Ich bin gleich tot und das im ersten Level. Das verspricht echt glorreich zu werden, dieses Let's Play. Ich werde oft sterben. Ich muss mir nochmal angucken, ob ich irgendwie zwischenspeichern kann über Descent. Wenn es nicht geht, dann habe ich große Probleme. Dann werde ich oft das Level neu starten. Ich könnte ja mal bei F1 gucken, aber jetzt keine Lust. Nee. Das mache ich dann offscreen. So. So. Was ist das für ein Symbol? Sieht aus wie das Zelda-Symbol, also das Chief-Fork. Oder auch der deutsche Adler, nur mit einem Totenkopf. Okay, okay. Walk into the slipgate to exit. Jetzt will ich aber kurz gucken, ob ich irgendwas Geheimes hier finden kann. Nein. Das wäre ja typisch, wenn es kurz vor dem Ausgang noch was gäbe und man das dann übersehen kann. Aber scheinbar nicht. Somit habe ich das geschafft, in kürzester Zeit 3 von 6 Secrets. Beim ersten Mal hatte ich, glaube ich, 0 Secrets. 36 von 42 geht, dann habe ich 6 Gegner verpasst, wenn ich richtig zählen kann. Macht nichts. Es ist geschafft und das zweite Level mache ich dann beim nächsten Mal. Mal gucken, ob ich das speichern kann. Speichere ich darunter. Save in Game. Perfekt. Also machen wir das dann im nächsten Video. Bis dahin. Mein Name ist Sam und tschüss.